mitten aus dem Schwarzwald, die Pierre M. Krause Show. Gast ist heute Harald Glöckler. Live-Musik kommt von Phil Siemers. Und hier ist der Imagebeauftragte von Dietmar Hopp. Hier ist Pierre M. Krause! Hallo, guten Abend. Dankeschön. Vielen Dank. Hallo. Vielen Dank. Smash, Ladies and Gentlemen, vielen Dank. Herzlich willkommen bei ARD Gold, Ihrem Lieblingssender. Schön, es scheint Ihnen gut zu sehen. Sie wirken viel zu gelassen, finde ich, in Zeiten wie diesen. Es fehlt Ihnen wohl so ein bisschen ein Grund zur Panik. Bitte schön, hier ist ein Grund zur Panik. Der erste Hund wurde positiv auf Corona getestet. Es ist, wobei ich nicht sicher bin, ob das nicht Baby Yoda ist auf dem Bild da. Es ist tatsächlich ein Hund auf Corona positiv getestet worden. Und jetzt, es ergeben auch all diese Hamsterkäufe Sinn, weil diese Viecher stecken sich nicht so schnell an. Schwierig. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wenn ich heute durch die Allee laufe, wenn ich mache sehr gerne Parkspaziergänge in Bad Kreuznach. Und dann laufe ich da so rum und denke, Mensch, das ist fast wie Wien, aber ein bisschen anders. Und dann sehe ich so einen Hund mit einem Maulkorb und dann weiß ich nicht, beißt der oder niest der? Beides ist gefährlich. Ah, ja. So, wie hat dieser Hund das, wie bekommt ein Hund bitte schön Coronavirus? Wie geht das? Ist das, ich will's, oder hat vielleicht der, das sein Herrchen hat den Virus geworfen und der Hund hat es ihm dann wieder zurückgebracht, wie Hunde das so machen oder so. Okay. Gut, wenn Ihnen das nicht genug Panik war, meine Damen und Herren, dann nimm das, Zielgruppe. Vielleicht gibt es bald keine Tupperware mehr, denn die Tupperware-Kultfirma steht kurz vor der Insolvenz. Ja, das ist ein Riesenschock für Superstar Cher. Worin soll sie dann schlafen? Und damit verschwinden dann auch die letzten Partys, auf die ich überhaupt noch eingeladen wurde. So. Tupperdosen sind super. Ich tuppere gerne. Ne? Es ist so praktisch, wenn man zum Beispiel zu Hause Essen übrig hat, aber man möchte es erst in 2 Wochen wegwerfen. Nimmt man eine Tupperdose. Ist toll. Gibt's aber bald vielleicht nicht mehr. Das heißt, wenn Sie in Zukunft überteuertes Plastik möchten, dann müssen Sie Michaela Schäfer daten. Kurze Frage, hat jemand von Ihnen schon mal einen Film gesehen, in dem ein Filmbösewicht, das sind meistens so Typen, die aussehen wie ich, in dem der Bösewicht ein iPhone benutzt hat? Reinrufen, niemand fällt was ein, ne? Und das hat auch seinen Grund. Apple verhindert nämlich, dass Filmbösewichte iPhones benutzen. Das soll wohl wirklich so sein. Die Firma Apple beeinflusst angeblich Filmproduktionen so, dass die Schurken nie ein Apple-Produkt benutzen dürfen. Das hat der Regisseur Rian Johnson in einem Interview gesagt. Das gilt nur, das muss man dazu sagen, das gilt nur für Schurken in der Film- und Serienwelt. In der echten Welt, naja. Ja. Ah. Die Verhandlungsgespräche zwischen der EU und Großbritannien haben begonnen. Sie haben es alle mitbekommen. Und es geht jetzt gerade unter anderem darum, wer nimmt nach der Scheidung Boris Johnson. Und es geht um den weiteren Verlauf des Brexits. Die Briten verlassen die Europäische Union. Das ist nun so, da müssen wir uns jetzt mit abfinden. Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir Freunde bleiben. Und ich als Harmoniebotschafter und als Freund britischer Gentleman-Attitüde habe die Insel besucht und ein paar Eindrücke für Sie gesammelt. Oh ja. Wir starten heute mit dem ersten Teil unserer Roadtrip-Reise nach London. Wir sind, das muss ich dazu sagen, aus ökonomischen und vor allem ökologischen Gründen mit dem Auto und dem Zug gereist nach Greta Britain. Great Britain. Sie sehen jetzt in dieser Show wieder einmal, wie ich eine Grenze überschreite.